Goodbye und au revoir heißt es für das 9-Euro-Ticket. 3 Monate sind rum und selbst die Autofreunde ziehen eine positive Bilanz. Es hat jetzt einfach viele Autofahrerinnen und Autofahrer wieder in den ÖPNV gebracht, nachdem ja durch die Pandemie bedingt da so eine gewisse Hemmschwelle aufgebaut war. Und deswegen ist es ein großer Erfolg aus unserer Sicht. 52 Millionen Verkäufe, eine beachtliche Zahl. Doch die 3 Monate haben auch die Schwächen der Deutschen Bahn offengelegt. Überfüllte Züge, defekte Toiletten und jede Menge Verspätungen und Zugausfälle. Dennoch, Bundesverkehrsminister Volker Wissing ist voll des Lobes. Wir haben gesehen, wie Menschen mit Begeisterung den ÖPNV zum ersten Mal genutzt haben und dann auch dabei bleiben wollen. Und das sind alles Dinge, die wir ganz genau analysieren werden. Fest steht, Wissing konnte Finanzminister Christian Lindner endlich von einer Nachfolgeregelung für das 9-Euro-Ticket überzeugen. Wie das neue Ticketmodell aussieht und wann es kommt, ist aber noch offen. Und was sagen die Pendler in Mannheim? Ich kenne immer nur Städteticket, das hat 25 Euro gekostet das Wochenende. Und so, ich finde es klasse. Ich denke, zum Schluss ging es dann doch besser. Wie am Anfang, wo alles sich draufgestürzt hat, was man so gehört hat, ne? Alle Richtung Nordsee, Ballermann 2. Das muss natürlich nicht sein. Regional ist es jetzt ideal gewesen, die 9 Euro. War mir vielleicht sogar zu billig. Ich hätte auch 29 bezahlt. 49 ist mir zu teuer, da fahre ich nicht. Da kann ich dann gleich mit dem Auto fahren. Fakt ist, die Einführung des 9-Euro-Tickets hat eine Debatte in Deutschland ausgelöst, die es dringend gebraucht hat. Wir sehen, dass Bewegung im Thema drin ist. Und es ist auch angekommen in der Regierung, dass es absolut wichtig ist, die Menschen zu entlasten und was zu tun und auch den weiteren Ausbau voranzutreiben, dass wir eben Alternativen zum Erdöl haben, also dass wir Alternativen zum individuellen motorisierten Verkehr haben. Auch wenn das Fazit bei den Beteiligten unterschiedlich ausfällt, das sehr günstige Ticket hat Millionen Menschen kurzfristig enorm entlastet. Wie genau dann das Wiedersehen ausschauen wird, ist momentan noch offen.